Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem Vorstellungsvideo. Heute möchte ich euch die Feuerwehrfahrzeugflotte vorstellen, die wir auf dem Server haben, weil sich das jemand gewünscht hat oder jemand geschrieben, hey, auf TikTok machst du gerne mal vielleicht eventuell ein Video drüber, über den Fahrzeugbestand, gerne. Ja Leute, wenn euch dieses Video gefällt, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben. Dankeschön, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und ihr seid neu und ihr habt diesen Channel noch nicht abonniert, dann abonniert ihn. Glocke bitte nicht vergessen, dann seid ihr immer up to date. Gut, heute stelle ich euch, wie gesagt, dann mal die Feuerwehr vor, was denn hier für Feuerzeuge gibt. Also erstmal dazu, bei der Feuerwehr ist es so, dass es bei der Feuerwehr eine generelle Feuerwehr gibt, also die San Andreas, das Fire Department, kümmert sich dann wirklich um die Bereiche Los Santos, Paletto und Sandy Shore. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit dem ersten Fahrzeug an. Das ist so eine Art Explorer. Das ist dieser hier. Dieser Wagen, den nehmen wir dafür her, als First Responder. Als First Responder nehmen wir den und dann für spezielle Einsätze, wenn man mal schaut, zum Beispiel, schau mal da rein, ja? So, passt auf. Da haben wir dann verschiedene Dinge, wenn jetzt Gasalarm ist und so weiter oder wenn eine Katze auf dem Baum ist und so weiter, dann kümmern wir uns darum. Oder wenn es jetzt Fälle sind, wo es schnell eine Hilfe ist oder mal jemand schnell einen Arzt braucht, dann rücken wir hier mit dem First Responder aus. Gut, als zweites Fahrzeug haben wir hier die Ambulance. So sieht die aus. Wir können ja mal gerne rein einsteigen und dann mal uns innen diese anschauen. So sieht das innen aus. Also recht, spartanisch würde ich sagen. Ja, damit können wir dann hinten natürlich die Patienten mitnehmen. Haben wir eine Trage drin und alles. Ja, was halt so ein Rettungswagen benötigt. Den haben wir übrigens in verschiedenen Designs. Das kann in der Regel sich jeder selber überlegen, was er dafür ein Design nehmen möchte. Am liebsten ist natürlich uns persönlich immer das rote Design. Aber wenn jemand sagt, okay, er möchte einen anderen Design haben, das Fahrzeug gerne. So, dann kommen wir zu unserer Engine. Die Engine, im Deutschen wäre es ein HLF. Ja, damit fahren wir zu Brandeinsätzen raus. Ich kann ja mal hinten das Fach öffnen. Hier sieht man mal die ganze Ausrüstung, Rettungsspreich, Kettensäge, Halligentool und so weiter und so weiter. Ja, Warnbarken, Besen, also wir rücken auch damit aus, wenn jetzt irgendwo zum Beispiel eine Ölspur ist, rücken wir damit aus. Ja, dann haben wir hier hinten einen Feueranschluss, also einen Schlauchanschluss, das heißt wir können hier zum Beispiel dann uns die Schlauchbediener. Wir können zum Beispiel auch das Feuerwehrfahrzeug mit Hydranten verbinden, ist auch möglich. Also dieses Fahrzeug hat einen Tank drin, der ist ca. 400 Liter umfasst dieser Tank. Ja, für kleine Brände kann man relativ gut nehmen. Wenn jetzt was Größeres ist, dann braucht man natürlich Hydranten und dann braucht man eine Wasserzuleitung. Ja. So, dann kommen wir zum nächsten Fahrzeug, das ist unser Leitertruck. Es gibt ja ein paar Gebäude in Los Santos, die sind halt einfach doch ein bisschen höher. Und da brauchen wir halt diesen Leitertruck. Da kann man dann die Leiter ausfahren. Und ja, ist halt so ein klassischer Drehleiterkorb. Was wichtig ist, er hat vorne noch eine Düse dran. Da kann man dann zum Beispiel Brände löschen. Ja, also man kann, wenn man jetzt zum Beispiel ein Gebäude hat, das was doch ziemlich hoch ist, dann kann man damit Leiter ausfahren. Ich weiß nicht, ich glaube so 30 Meter oder was die hochkommt. Und dann kann man oben löschen, ja. Das ist also so eine Löschvorrichtung da. Hier können wir dann ja dann von Hydranten mit anzapfen, also mit an, eine Leitung legen vom Hydranten hier ins Fahrzeug. Gut, dann haben wir ein Fahrzeug, das nutzt man aber mehr bei Blaine County, aber auch in der Stadt. Es gibt teilweise um die Stadt rum Wälder und unwegsames Gelände. Und wenn wir unwegsames Gelände haben, dann nehmen wir unseren Bulldog her. Der heißt so. Und mit diesem Bulldog können wir dann löschen.
Der hat auch jetzt nicht so einen großen Tank. Da passen vielleicht, ich glaube, so 600 Liter sind es, was reinpassen. Aber der Vorteil ist halt einfach, dass man in unwegsames Gelände damit kommt. Der wird jetzt die Tage noch bestückt. Der ist jetzt eigentlich ganz neu drin. Der ist noch nicht bestückt. Wird aber dann bestückt, ja. Mit so ja, Sachen, was man halt braucht, um, um einen ordentlichen Löschauftrag auszuführen, also damit man halt hergehen kann und ja, sein Arbeitsgerät halt hat einfach, ja. So, und dann haben wir noch das letzte Fahrzeug, das ist ein Kleinleiterwagen. Dieser Wagen ist dafür da, wenn wir kleine Gebäude haben. Also zum Beispiel, es gibt ja auch Gebiete, da muss man halt mal schnell kurz aufs Dach rauf. Was jetzt nicht unbedingt bei der Wolkenkratzer ist, sondern ja, oder bei Hochhäusern, sondern es ist halt einfach eine Leiter, wo man auf kleine Dächer zum Beispiel hier jetzt hochmöhrt, ja, da könnte man dann vielleicht eventuell könnte man da hoch, ja. Dafür ist dieser da und es ist halt auch so, es gibt ja doch in Los Santos ein paar enge Gassen, da passe ich mit einem Leiterwagen teilweise nicht durch oder ich komme nicht durch, ja. Dann ist halt dieses Fahrzeug prädestiniert. Dieses Fahrzeug hat einen Tank mit drin. Ich glaube, Tankinhalt ist 400 Liter. Ja, und wenn es jetzt zum Beispiel ausgeht, dann muss man halt wieder sich so positionieren, dass man halt einen Hydranten in der Nähe hat und dass man halt dann vom Hydranten das Wasser bezieht. Im Korb oben ist auch wieder eine Löscheinheit dabei. Das heißt, man kann also bequem von oben löschen. Also wenn man jetzt hier eine Zuleitung gemacht hat, dann ist die Pumpe stark genug, dass es der Wasserdruck oben richtig gut ankommt, dass man oben dann löschen kann. Ja, also das ist unsere Feuerwehrflotte. Diese nutzen wir für die Hauptwache in Los Santos und derzeit für Paleto Bay. Wobei in der Paleto Bay, da ist ein Engine, da ist so ein Fahrzeug dort ne, und da ist ein Rettungswagen. Ja, ist eine kleine Wache. Und irgendwann wird natürlich, wenn die Shorts oder so dazu kommen, da wird es dann andere Fahrzeuge geben. Ja, und alles andere, ja, da muss man mal gucken. Vielleicht gibt es dann noch, dass wir mal in Paleto Bay die Wache ein bisschen vergrößern. Dass es halt dann noch vielleicht zwei Stellplätze mehr gibt oder drei. Dann können wir dort auch gerne ausrüsten. So. Ja Leute, das ist jetzt einmal unsere Fahrzeugflotte gewesen, die ich euch jetzt vorgestellt habe. Ja, wenn ihr möchtet, schaut doch gerne auf SimuRP, ist ein Server ab 16, Realismus-Server. Ja, würde mich freuen. Dann bin ich mal wieder draußen, Freunde. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Freunde, Servus. Flammen bezwingen, Leben retten im Nu. In SimuRP, da sind wir immer im Trumpf. Hier ist die Action, hier ist Leben im Spiel. Feuerwehr im Einsatz, jeder Schritt ist ein Ziel. Flammen bezwingen, Leben retten im Nu. In SimuRP, da sind wir immer im Trupp. SimuRP, Tag und Nacht, hier sind wir bereit. Feuerwehr, Rettung, Polizei, für die Gemeinschaft sind wir bereit. Jeder trägt Verantwortung, kein Traum zu fern. Im RP und Simulation, hier zeigt sich unser Stern. Rettungsdienst am Zug, Leben retten ist unser Ziel.